Ich sehe wirklich groß aus. Guck mal, ich setze mich einfach so 3 Meter weiter nach vorne. Ich sehe so kleiner als du. Richtig gefällt. Krass, ich sehe wirklich gerade voll groß aus. Ich sehe echt aus wie dein kleiner Bruder gerade so. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich habe einen neuen Gast. Bitte helfen Sie mir. Das ist Evanio, falls ihr Evanio nicht kennt. Julia und ich haben uns damals kennengelernt im Stripclub. Also ich habe da getanzt. Also in Wahrheit haben wir uns beim Dreh von Ju kennengelernt. Ja, genau. Aber das ist ungefähr dasselbe. Ja, ja. Wir tauschen heute 24 Stunden unser Essen. Ich habe das ja schon mit ein paar Leuten gemacht und ihr feiert das extrem und ich mache das auch sehr gerne, aber ich habe ein bisschen Angst. Nein, also ich esse wirklich viel Müll. Aber du meinst auch, du hast viel Müll früher gegessen. Ja. Lüge. Und deswegen tauschen wir Diäten. Dann machst du heute deine gesunde Diät, gibst du mir? Ich bin halt im Moment richtig so auf, ich ernähre mich gesund. Ja, okay. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Dann haben wir diesen geilen Abwechslung. Gesund und ich gebe dir so richtig Kacke. Ich habe Hunger, lass uns frühstücken. Let's go. Ach nee, wir müssen erst einkaufen gehen. Scheiße. Weißt du schon, was du den Tag über so essen willst? Ja, ich brauche große Zwiebeln. Magst du Zwiebeln? Was magst du nicht so? Was magst du nicht? Was ich nicht mag, ich finde Weinblätter richtig schlimm. Ja, Weinblätter isst ja auch keiner. Also würde ich jetzt sagen. Das finde ich gut, deswegen ignoriere das einfach. Warum fragst du mich das? Ja, wir gucken so. Sass. So weißen Spargel und so finde ich eklig, das ist wabbelig. Achso, ich esse kein Fleisch. Deswegen ist Fleisch zu essen. Das ist ja asozial. Ja, das mache ich jetzt nicht. Ja, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Aber guck mal, ich mag Tomaten nicht. Hast du sowas in die Richtung auch? Dass du irgendwie so sagst, ah, ich mag kein Rotkohl, ich mag kein... Nö, ich mag alles. Ein Kiwi? Aber gut, genau, dass du keine Tomaten magst. Aber magst du Kiwi? Ich mag alles. Scheiße, ne? Ich brauche Tomaten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Artischocken magst. Kein Mensch isst eine Artischocke. Ich mag Artischocken. Nein, magst du nicht. Kein Mensch. Ich habe Artischocke gegessen auf Pizza, das war richtig eklig. Nein, ich mag das. Nein, magst du nicht. Aber du kannst sie doch gar nicht zubereiten. Ach so, musst du nicht zubereiten. Ich kann nur so essen. Also ich überlege die ganze Zeit, ob ich Julia jetzt was richtig Leckeres gebe zu meiner Diät oder ob es eher sowas, ach ihr wisst schon, einfach ist, um Julia zu quälen. In der Regel kann ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen freien Tag hätte, wo ich einfach essen könnte, was ich möchte, würde ich mir wahrscheinlich so ein leckeres Brioche-Bann holen. So ein leckeres, dickes, süßes, leckeres Brot. Und dazu einen geilen Aufstrich. Und deswegen, boah, gönnen wir jetzt. Oh, das ist ja schon sehr lecker, merke ich gerade. Ich muss aber sagen, ich sage euch ehrlich, das Leckerste wäre jetzt auf so einem Brot. Ihr holt euch nur Nougat, weil wir mehr Geld sparen. Und dazu holen wir Peanut Butter. Mit Creamy. Nee, keine Crunch, nehmen wir Creamy. Dann kriegt sie eine Art Snickers auf dem Brot. Das ist sehr lecker. Was mein Getränk angeht, da wird Julia schreien. Da gebe ich dir was richtig Ekliges. Da ist er. Na, was machen Sie? Nix. Ich mache ein gutes Frühstück für dich, habe ich mir überlegt. Oh, das sieht aber auch scheiße aus. Was ist das denn? Hallo, nicht gucken! Was mein Getränk angeht, da wird Julia schreien. Da gebe ich dir was richtig Ekliges. Habt ihr in deinem Leben schon mal Sauerkrautsaft getrunken? Habt ihr wirklich keine Seele? Weil das schmeckt wirklich einfach wie Durchfall. Aber es ist ja gesund, muss man dazu sagen, ne? Deswegen, ich hoffe, Julia wird sich freuen. Aber zum Mittagessen, muss ich sagen, da gönne ich mir mal so einen Wasserfleckenreiniger zum Trinken. Ich schwöre, der geht so runter wie Butter. Was machst du in der Waschmittelabteilung? Willst du mich vergiften? Nein. Hallo? Ich brauche was für meine Wäsche. Hallo, bitte. Hä? Überhaupt. Was macht der? Ich bin verwirrt und ich habe Angst. Leute, ich brauche diesen räudigen Käse hier. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich liebe den. Ich werde so traurig sein, das nicht essen zu dürfen heute, ne? Ich will mein eigenes Essen essen. Es gibt mein Kirschjoghurt nicht. Ich esse immer einfach Kirschjoghurt. Nein, das ist ein Waldbeeren. Das ist ja wirklich. Ich hab echt ein geiles Frühstück. Hä? Meins ist auch geil. Der glaubt mir nicht. Naja, nehmen wir halt rote Früchte, ne? Muss irgendwie. Was soll man machen? Okay, ich glaube, ich habe alles. Leute, ich habe echt nicht viel gekauft. Es ist irgendwie, brauche ich wohl wenig Zutaten. Das ist ganz komisch. Ich fühle mich die ganze Zeit, hätte ich was vergessen, aber das ist alles. Mehr brauche ich nicht. Zum Mittagessen habe ich ja Pesto eingepackt. Und jetzt finde ich geile Nudeln dazu. Weil ich weiß euch, Pesto mit Nudeln geht wirklich immer. Ich nehme jetzt noch leckere Spaghetti. Moment mal, ich merke gerade, Julia zahlt ja alles. Deswegen nehmen wir die richtig teuren hier. Weil die richtig tollen Nudeln, die habe ich noch nie. Boah, die haben wir nie geholt. Weißt du, die gönnen wir jetzt mal für 2,60, Alter. Guck weg. Ja, okay, ich guck weg. Du darfst einen Einkaufen sehen. Ich darf sein. Okay, ich guck weg. Er hat so viel gekauft. Ich sehe aus, wenn ich in die Kamera gucke, wie so ein Creep da hinter dir steht. Was machen Sie denn hier? Wenn ich jetzt vlogge und dann steht. Warum guckst du penetrant dich an? Das sieht so nicht so aus. Okay, Freunde! Wir sind da! Ich muss sagen, ich bin ein Gönner. Wirklich ein Gönner. Ich hab dir so ein geil. Ich hab erst mal nicht gedacht, will ich dich. Dachte mir, nein, Julia will ich gequält. Ich hab ehrlich jetzt? Ich hab ein schönes Frühstück geholt. Ich hab gerade Tomate gekauft. Helfen Sie mir! Das ist ja nicht das Video, dass du mir was Gutes tust oder so, ne? Du musst einfach das machen, was du machen würdest. Ja, schlechter Mensch. Warte, guck mal weg. Ich muss aber dazu sagen, man kann ja auf Tomaten noch leckere Sachen machen. Bolognese ist ja auch lecker, sind ja auch Tomaten. Also du magst einfach nur. Rohe nicht. Rohe Tomaten. Und mein Papa auch nicht. Ich habe da ein Getränk geholt. Ich trinke was ganz Spezielles am Morgen immer. Es ist jetzt nicht ganz so repräsentativ. Ne? Normalerweise esse ich halt Kirschjoghurt. Das ist jetzt kein Kirschjoghurt. Ah, das geht gar nicht. Magst du Kirschen? Ja, auch schön. Magst du auch so Artificial-Kirschgeschmack? Was heißt das?
Nicht eine echte Kirsche, sondern so Joghurt mit Kirschgeschmack. Also sag mal so, ich würde einen Blaubeerjoghurt bevorzugen. Können die Zuschauer gerne in die Kommentare schreiben, Kirschen oder Blaubeeren? Ja, ich glaube, die meisten würden Blaubeeren sagen. Ich liebe alles mit Kirschen, aber ich mag selber keine Kirschen. Okay, das ist komisch. Macht gar keinen Sinn. Ach, machst du diesen synthetischen Geschmack? Ja. Du machst das in dein Frühstück? Das ist es. Ey, ich glaube, du wirst heute nicht satt. Ich mache 100 Gramm Kirschjoghurt, dann kommt da ein bisschen Hafercrunchy rein. Leinsamen und Kakaonibs, Leute. Kakaonibs sind einfach der Shit. Ihr braucht auf jeden Fall in eurem Leben Kakaonibs. Ja, das ist auch voll entspannt. Da ist was anderes für dich. Ich gönne dir richtig, Julia. Würde ich jetzt wirklich sagen, ich dürfte essen, was ich will. So quasi Cheat Meal. Hä? Achso, ist das jetzt so dein... quasi. Wolltest du dein Cheat-Tag? Nein. Nee, guck mal, wenn ich jetzt essen, du weißt schon, dürfte. Also wenn ich einfach jetzt keine Limits habe, weißt du schon. Okay. Einfach, wenn ich möchte. Ich würde mir wirklich zwei Brioche-Buns holen. Ich liebe dieses Video jetzt schon. Ich kann heute einfach cheaten. Ich habe ja keine Wahl eigentlich. Ja, aber ich muss ja. Aber es ist wirklich nett. Sagen wir so, Freunde, dein Getränk wird noch ganz lustig. Hä? Oh. Ja, ja, das. Aber guck mal, das sind die Brioche-Buns. Kennst du die? Das sind diese richtig lecker. Und die sind süß. Ich mache die beiden, ich mache ungetoastet. Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich schwöre dir, ich finde manchmal ungetoastet viel geil. Ja. Ich habe Geld gespart sogar, nicht mal Nutella geholt. Wow. Sag mir bitte nicht, du bist so ein Butter-Nutella-Mensch. Doch. Ey, ich finde das so Quatsch. Warum denn? Weil es lecker ist. Nee, aber du hast doch schon die... Fett? Ja, aber warum denn nochmal Fett? Weil geil. Fett ist Geschmacksträger. Das natürlich. Ist lecker. Oh, toll. Krieg ich jetzt einfach ein Nutella-Brot? Nein, nein, wird noch besser. Und zwar, du hast ein Nutella-Brot quasi. Das muss auch zu sagen, das Brot ist ja auch das Besondere. Du hast ja auch dieses richtig süße, dickere, sag ich, und sehr fluffige hier. Aber das reicht natürlich noch nicht. Ich würde niemals in meinem Leben darauf kommen, das zu essen. Warum? Ich würde da einfach nicht drauf kommen. Ich mochte halt auch ganz lange kein Nutella. Ja, aber guck mal, sagen, Nutella ist ja auch. Also, kein Freund, aber das ist auch echt krass wie Palmöl und so, ne? Das stimmt. Palmöl nicht so gut. Einfach noch krasser. Du machst mir jetzt einen Snickers? Quasi, ja schon. Es ist ja quasi. Ist ja ein Snickers nichts anderes. Ein Snickers zum Frühstück in XXL. Ist das ein Snickers? Ich sag immer Snickers. Snickers? Ja. Das sind Schuhe. Der Mann sagt Espresso. Aber ich glaube, das ist sogar richtig. Eigentlich. Lass mal eine Diskussion. Expressi oder Espresso? Ja. Nee, Espresso oder Expresso. Ich hab dir erzählt, irgend so ein Typ meinte zu mir mal Expressi. Das ist so räudig, wirklich. Aber Quatsch. Ich finde das geil. Also so räudig ist bei mir ein positives Wort. Okay, gut, gut. Ich dachte schon, beleidigst jemand essen. Das ist schon krass. Ja, damit du ordentlich satt wirst. Hey, das ist nur Luft eigentlich, was ich da esse. Ja, quasi eigentlich nur Zucker. Ja, nur Zucker. Nur Zucker und Luft. Ja. Aber hast du für mich eigentlich auch ein Getränk? Also trinkst du gerne? Außer Kaffee jetzt. Ich trinke was, ja. Was? Das mache ich dir gleich. Okay. Und das, glaube ich, aber wirst du eklig finden, weil da habe ich auch viele Diskussionen immer mit den Leuten. Also manchmal, wenn ich keinen Bock auf Wasser habe, ich bin super schlecht im Wasser trinken. Mein Trick ist, ich mache Wasser und dann nehme ich aber... Ah, ey, yo, ich weiß, welche Richtung du willst. Nein, okay, diese Richtung habe ich nicht gespürt. Was ich dachte, du wolltest jetzt so Saft reinmachen, um zu verdünnen. Das was ist Saft. Das? Das Rotbäckchen-Saft. Oh, guter Start. Ja, okay, das ja, kann ich. Jeder normale Mensch würde jetzt wahrscheinlich einfach den Saft trinken, aber das Ding ist, ich mache das halt so... Ich kann das verstehen. Das verdünnt das. Leicht danach schmeckt. Fühle ich. Ehrlich? Mein Vater zum Beispiel mag auch nicht diesen direkten Geschmack, sondern dieses mit Wasser verdünnt einfach. Für voll viele schmeckt das dann abgestanden. Ich habe so oft mit Joey Diskussionen darüber, dass das angeblich mega ekelhaft ist. Okay, ich probiere es jetzt gleich mal. Ich habe Rotkäppchen hab ich noch nie gemacht, aber ich andere Getränke natürlich. Okay, dann darf dir mein Getränk sein. Ja. Warum lachst du so? Du hast hier ein richtig geiles Brioche-Bomb. Denkst dir so, ja, das wird geil, ne? Ja. Deswegen zum Frühstück gönne ich mir dann auch noch immer so einen richtig leckeren Sauerkraut-Saft. Ih, du lügst. Doch, jeden Tag. Hä, du verarsch mich. Weißt du, wie gesund er ist? Hallo, ist nicht dein Ernst. Doch, ist wirklich meine Diät. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Du hast eine Tomate gekauft. Ja, also, du bist genauso schön. Hast du schon mal getrunken? Nein. Ja, der Kunde, weißt du, das ist ja ekelhaft. Meine Oma trinkt das immer. Ja. Der schmeckt sehr. Nein. Oma sagt lecker. Nein. Doch, Oma ist komisch. Oma sagt gut. Ich bin nicht eifersüchtig auf den Drink, ich bin auch eifersüchtig auf deine Brote. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eifersüchtig auf dich, weil ich finde das ganz lecker. Ja, ich glaube auch, es wird lecker. Wir tauschen. Schieb dir das rüber. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Danke dir, Julia. Vor allen Dingen, Leute, da steht einfach Sauerkrautsaft mit Meersalz. Das ist doch cool aus dem Meer. Ey, das ist halt so dick da drauf, ne? Aber sag mir, es ist doch genau das geil, diese Schweinische, so richtig viel. Ist schon geil. Ich will den Genuss in deinen Augen. Wie beißt du denn da jetzt rein, so? Hast du noch nie ein Brot gegessen, oder? Boah, das riecht schon geil, riech mal. Voll asozial jetzt, ne? Ja, riecht schon verwirrend. Ja, cheers. Du musst das alles verrühren eigentlich. Ja, klar. Oh, boah, geil. Ja, freut mich. Aber wenn es kacke ist, manchmal ein bisschen klebrig im Mund. Mhm. Aber das Coole ist, du hast ja was zum Runterspülen. Boah, ist das geil, aber das ist ja so räudig. Vor allem, das ist mein Frühstück. Was soll denn heute noch passieren? Oh ja, stimmt, wir haben heute mal viel vor. Ich würde, ich glaube, hier ist genauso viel Zucker drin wie da. Aber ist lecker. Vor allem diesen Crunch hast du so leicht. Und das fühlt sich auch gesünder an, oder? Ja, das war fake. Vor allen Dingen ist es halt auch dieser vegane Joghurt. Da ist halt so viel Schrott drin. Das ist so viel, ich werde gleich schlafen. Ich finde es mega lecker. Man kann das alles so zerdrücken mit der Zunge. Weißt du, du musst gar nicht beißen. Na du, ich teste jetzt mal. Dann drink. Ach, scheiße, ich will das aber nicht testen. Das ist gut. Boah, er hat echt recht. Der schmeckt quasi nach Wasser und so ganz leicht. Ja, genau. Und das finde ich ganz toll. Ja, geht. Ja, geht. Sorry, Julia. Muss ich ehrlich sein. Ich muss sagen, deins ist immer noch schlimmer. Ja, ist doch lecker. Ist okay. Ist okay. Sie ist eine 10 von 10. Steht aber auf abgestandenes Wasser. Ey, ich kann nicht.
Oh, ich weiß aber wirklich, das ist abgeschnitten. Oh. Ja, ja, das ist böse. So ein Arschloch. Wow. Warum, Mann? Nur ein Minischluck. Du würdest das niemals trinken. Doch, gib her, ich trink. Ist okay, ist okay. Jeden Tag ein Schluck. Seit 2 Jahren mache ich das. Geschichten aus dem Paulanergarten. Es riecht halt, wie es schmeckt. Oh, ist schon hart, ne? Oh, wenn du googeln müsstest noch. Nein, tu mir nicht so, was lecker ist. Nee, jetzt tut's weh im Magen. Was schmeckt es? Sauer. Findest du auch schon nach Kotze? Ja. Ja, nach Kotze, ne? Es schmeckt nach Kotze. Das ist voll süß, ne? Aber so im ersten Moment schmeckt lecker. Nein, schmeckt's nicht. Ich weiß nicht, Julia. Ich glaube, du hast dein Lieblingsgetränk entdeckt. Das ist richtig ekelhaft. Habt ihr mal Sauerkraut-Salat, sag ich. Jetzt wird doch ekelhaft. Das ist gar nicht gut. Was meinen denn jetzt damit? Oh, das ist schon gut schrecklich. Aber dein Getränk ist auch nicht das Beste. Sorry, Julia, ich bin eben abgestanden. Da muss ich Joey schon zustimmen. Genau richtig. Ja. Was hast du für Mittagessen geplant? Sag ich dir nicht. Ich hab was Lustiges für dich angekauft. War das auch schon was Lustiges? Ja, ja. Aber ich trinke das wirklich. Ich will dieses Video abbrechen. Willkommen zum Mittagessen. Es ist Mittagessenzeit. Was machen wir? Bitte, was machst du? Ich bin so sauer, dass ich das nicht selber essen darf. Kennst du diesen In-N-Out-Burger, der im Moment so voll in ist, mit den Zwiebeln außenrum? Und den Tomaten? Also Tomatenburger? Nee, nicht Tomaten. Richtig Angst. Bis 2 Scheiben Tomaten anstatt Buns. Ja, genau. Entweder halt 2 Scheiben Zwiebeln oder 2 Scheiben Tomaten. Ja, okay, mein Essen ist geiler. Ich belohne dich viel zu viel. Da du ja gezahlt hast, habe ich mir so extra diese teuren Nudeln genommen. Dann mache ich den Nudel Pesto auf ganz klassisch. Dazu gibt es Käse, ganz wichtig. Ah. Oh, der fancy Käse. Ja, sogar, aber es ist Reibekäse. Immer besser als dieser Fertigkäse, sag ich dir. Vielleicht hast du besseren Käsegeschmack. Und ganz wichtig zum Trinken, habe ich dir Spülmittel besorgt. Deswegen war ich in der Abteilung. Bitte? Ich trinke immer Spülmittel zum Mittag. Was? Doch. Hä? Die Zähne. Das gibt Hallo, ich mich umbringen. Findest du Nudel Pesto geiler als diesen Burger, den ich dir frisch zubereite? Ja, ja, weißt du warum? Weil Nudel Pesto. Geilen Käse ja, und Zwiebeln. Aber Nudeln Pesto geht immer. Ich würde jeden Tag Nudeln essen mit Pesto. Nee, finde ich faul. Doch, finde ich gut. Ach, sieht so lustig wie du aussiehst in der Kamera. Du bist so klein. Ich bin ehrlich zu dir, ich habe vorher Spiel entdeckt. Ich habe früher mal Ketchup oder Mayo genommen. Was? Ja, ja. Mayo? Ja, ja, Mayo. Ja, ja, ich habe alles gemacht schon. Ich habe sogar. Oh, wusstest du, es gibt so einen Trend in Italien? Nudeln mit Nutella. Wenn es gut gemacht ist. Wie kann denn Nudeln mit Nutella gut gemacht werden? Ja. Weißt du, koch deine Nudeln. Mach mal dein Ding. Mach dir eine nette Portion. Man muss ja fair bleiben. Ja, so eine normale Portion, ne? Soll mit Sauerkraut sein? Nein, lass mich ruhig mit deinem Sauerkraut sein. Was tippe ich hier? Ich bin so digital, bin ich nicht. Also erstmal musst du es auf die Platte tun. Wir müssen ein bisschen logisch denken jetzt. Ja, okay, warte. Nee, du musst es erstmal anmachen. Gott, ich fühle mich gerade in der Schule, ich mich richtig dumm. Oh Gott, was ist das denn hier? Wo machst du denn? Ach, machst du Burger? Hey, ihr doch gerade erzählt! Boah, ich hab's vergessen, wie ehrlich. Das wird doch kein Zwiebelburger, das wird ein Tomatenburger, sehe ich doch. Ich hab doch extra Zwiebeln gekauft. Richtig dicke Zwiebeln gekauft. Hey, eigentlich ist das auch gar nicht so viel Arbeit. Nee, du musst ja quasi nur den Patty braten, dann die und schneiden. Zwiebelbraten. Ja, und Zwiebelbraten. Und Soße muss ich machen. Oder vielleicht mach ich's mir auch einfach und nehm deine. Das wäre süß. Die wunderschön süß. Jetzt bloß hier ein Placement ein. Jetzt fällt die Fettanzeige hier. Evania bringt nämlich bald hoffentlich seine eigenen Soßen raus. Das ist immer süß von dir. Das ist wirklich jetzt ein Baustier. Ich wollte eigentlich so eine Animal-Style-Soße machen. Also so selber machen, aber die hast du jetzt dabei. Also warum soll ich mir die Mühe machen? Oh, warte, mein Wasser kocht. Ja, dann warte. Soll ich dir einfach die Nudeln schnell ins Wasser machen? Ja, mach mal. Das wäre nett von dir. So, wie viel? Ach, so ein bisschen. Ah, doch, funktioniert. Was ist das denn? Ja, stopp. Was ist das denn? Das ist ein Salzstreuer. Lol. Das sind gar keine Spaghetti, ne? Doch. Linguine. Ach komm, ist alles dasselbe. Nee, du. Das ist eine andere Form. Ja, schmeckt auch mir gleich. Die haben 2,60 gekostet. Das fand ich schon krass. 2,60 €? Ja, weil der Hartung. Hab ich ausgegeben. Was hast du ausgegeben? Du hast sogar Barilla-Pesto ja, genommen. Ja, das ist das billigste Pesto. Barilla ist das billigste? Nein, das stimmt nicht. Lüge. Aber das ist auch nicht so extrem. 4 Euro oder so, oder? Mittlerweile, früher 2. Ja, ein bisschen unverschämt. Guck mal, wie gut sortiert das bei Julia hier ist. Du wirst nie wieder wahrscheinlich ewig da lassen. Ich war wirklich mal so. Ja, du bist mittlerweile echt ziemlich ordentlich. Also ich bin richtig ordentlich geworden. Im Endeffekt muss man jetzt nur so dicke Scheiben Zwiebeln machen. Guck mal. Ja, ich komme cool. Es wird so reingezogen. Lol. Geil, wa? Das ist schon wild. Das sind halt vegane Patties, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die schmecken. Ich bin mittlerweile so ein bisschen so auf den Smash-Burger-Trip. Ja, ich auch eigentlich. Weil da hast du dieses geile Fett erhoben. Die schmecken so lecker. Was würdest du sagen, ist dein Lieblingsessen? Vom Fasten her. Schon Burger, glaube ich. Nicht Döner? Döner finde ich auch geil, aber Döner ist noch zu gesund. Das zählt für mich nicht so wie Fastfood. Mit der Soße in dem Brot ist Döner schon hardcore. Döner, das wird für Salat drin. Nee, Burger würde ich sagen. Und deins? Boah, ich würde schon sagen, Döner. Ich glaube, mehr muss ich jetzt auch erstmal gar nicht machen. Irgendwie dachte ich so, boah, muss ich jetzt voll kochen, aber. Nee, das ist ja ganz entspannt. Dann darf ich dich auch überhaupt nicht anmeckern, dass du Pesto-Nudeln machst. Obwohl du das Pesto halt schon jetzt selber machen kannst, ne? Also wir haben gerade festgestellt mit Julia zusammen, die Dinger riechen wirklich nach Hundefutter. Ich bin doch gar nicht mehr so neidisch auf dich. Also ich finde auch, die riechen echt nicht lecker, ne? Aber eigentlich schmecken die, wenn man so, also im Burger zumindest, weißt du? Aber da hast du ja noch andere Komponenten dafür. Ja, die Zwiebel geht kaputt! Oh nein, 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 die Zwiebel explodieren halt. Ich bin ja eigentlich ein Freund davon, ne? Auch wenn es vegan ist, Hauptsache es lecker so, ne? Aber dafür, also es riecht nicht so geil, ja. Wird schon, jetzt sei doch nicht so negativ hier. Ach, hier ist kein Arsch sein, ne? Die Patties sehen schrecklich aus. Hallo! Die sehen echt gut aus, ne? Aber das wird umso besser schmecken.
schmecken. Hoffen wir es. Ich sag dir, mein Essen wird dir schmecken. Ja, ist ja fest. Ja, kannst du nichts falsch machen. Aber das Waschmittel nicht vergessen, ne? Schmeckt. Aber es läuft hier eigentlich ganz gut gerade. Oh, wie hardcore bist du denn, dass du in der Hand reingehst? Boah, aber guck mal, das kriegt mich Stress darum. Sieht besser aus. Ja, sieht viel besser aus. Jetzt sieht viel besser aus und jetzt ist der Käse drauf. Kennst du diesen Cheddar-Käse? Ja, natürlich. Boah, unnormal lecker, oder? Genau. Was ist dein Lieblingskäse? Gouda. Nee, Parmesan. Meiner ist Cheddar. Boah, das war so ein richtiger Sandwich-Käse. Wird jetzt hier zu bedeckt. Ich glaube, ab jetzt hören wir auf zu filmen, damit wir gleich so richtig krasses Erfolgserlebnis haben, wenn wir dann so das fertige Ding sehen. Weißt du, das ist dann so voll die Überraschung. Okay, dann machen wir so einen Übergang, warte. Willkommen zum Mittagessen. Wir müssen noch verfeinern. Du musst überhaupt noch anrichten sogar. Ich muss anrichten, aber sie wollten das extra auf Kamera machen. So, ich habe jetzt hier Ebanius-Soßen. Einmal die Spicy-Soße. Die kommt auf deinen Tomaten. Ja, du musst sagen, echt so eine große Tomate, das finde ich nicht gut. Ja, aber es muss ja auch eine Burger-Tomate sein. Ja, aber ganz ehrlich, magst du Tomaten auf dem Burger? Ja. Ey, ich finde, das macht das so eklig glitschig. Nee, absolutes Gegenteil. Ich liebe Tomaten auf dem Burger und ich bin auch sauer, wenn Tomate nicht auf dem Burger drauf ist. Aber bei mir kommen die mal runter. Ich finde das ganz geil bei Pesto, aber wenn du es so reinschmierst, dann hast du diesen geilen Effekt, dass es so, weißt du, so cremig wird. Du bist ja auch so eine, meinst du, du magst gerne in Soße baden. Viel so, ja, safe. Ganz ehrlich, ich könnte die ganze Packung, ich könnte die ganze Packung damit essen. Ja, ich auch. Der sieht so fancy aus in dieser Packung. Ich sag dir, wenn du Käse selber reibst, hast du noch richtig geil diese Käsearomen. Käsearomen? Ja, aber du kannst dir doch vorstellen, dieser Fertigpackung, ne? Diese Streukäse. Das ist ja so, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber du weißt ja, die kleben ja nicht umsonst so. Das hat ja auch ein gewisses was drin, sag ich mal. Was nicht schlimm ist, aber dadurch hast du nicht so diesen frischen Kick. Da brauchst du vielleicht eine Schere? Ja, ich brauche eine Schere. Aber ich will sie in den Zähnen machen vor dir, sonst denkst du, ich bin eklig. Denke ich nicht. Ja, ist ja gut. Käsestück bekommen, aber auch Plastikstück. Ey Leute, ich kann euch schon mal meins zeigen. So sieht das fertige Ergebnis hier aus. Ich finde, das sieht richtig geil aus mit der Zwiebel. Also auch so ein bisschen absurd so. Ich habe keine Ahnung, wie du das essen willst gleich. Ja, wie kriege ich es hoch? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Musst du gleich mal gucken, das ist nicht mein Problem. Warte, jetzt machst du schön Käse drauf. Kennst du auch die Leute, die sagen, es gibt zu wenig Käse? Gibt's nicht. Zu wenig? Zu wenig Käse. Nee, oh, gibt's, oh ja. Zu viel Käse. Du machst es irgendwie auf eine interessante Art und Weise. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie mache ich immer alles so ein bisschen komisch. Ja. Aber es schmeckt am Ende. Ja. Ja gut, da kann man nicht viel falsch machen, ne? Mit Nudeln und Pesto und ein bisschen Käse. Aber ich sagte, das wäre echt meine Ernährung, wenn ich wirklich auf alles scheißen könnte. Dann würdest du das essen? Jeden Tag. So, ja toll. Ich finde es schön. Finde ich auch schön. Einmal tauschen. Tausche. Nee, stopp. Oh, bevor du isst. Okay, ich muss meine Vitamine nehmen. Ist das ein Placement? Das ist ein Placement. Aber ich meine es ernst. Wir tauschen ja komplett. Und zum Mittagessen muss ich immer meine Woman-Mineralien und Vitamine essen. Boah, ich werde doch schwanger davon. Das könnte passieren, da ist auch ein bisschen Sperma drin. Ui, okay, lass mich schmecken. Oh, was, du isst 5 Stück? Ja, ich dachte, das ist auch hier reinballast. Das glaube ich nicht. Doch, eine Tagesration sind 7 Stück. Ich meine das halt ernst. Das meinst du nicht ernst gerade? Doch, ne? Ich meine das ernst. Heute fertig. Kannst du gut Tabletten schlucken? Ja, da geht, sag ich ehrlich. Viel Spaß. Ich will jetzt hier keinen traurigen Talk anhauen, ne? Aber es ist damals Krebs hatte, ne? Oh. Musst du jeden Tag 7 Tabletten schlucken, also wirklich immer ja, so 7 Ja, dann kannst du es doch eben. Weißt du, scheiße, ich hasse Tabletten schlucken. Das hast du gefragt, ob ich was habe. Du bist ein schlimmer Mensch. Was ist das? Was ist das? Hey, wir haben getauscht, okay? Aber jetzt mal ehrlich, schluckst du 7 oder willst du mich hier verarschen? Nein, Kamera. Guck mal bitte. Per Daily Serving 7 Kapseln. Ich zieh noch einen ab, Alter, mit 7 Kapseln am Tag. Ja. Krieg ich auch blonde Haare? Brüste kriegst du auch. Ja, aber die habe ich schon. Ja. Ist fertig. Ist wirklich schwer. Ja, guck mal, ich hab mich mal an der Tabelle verschluckt. Das ist ein richtig ekliges Gefühl, ja, wenn die hier so festhängt. Ja, das stimmt. Wie 7 Stück? Oh, 10 Jahre. Eigentlich geht das schnell. Die ist richtig riesig. Oh, du bist wirklich größer als andere Teile von mir. Oh, Junge, das ist ja scheiße. Du lügst doch, Julia. Boah, ich werde so auf Toilette müssen. Oh Gott, jede Scheiße ist so überwältigend. Oh Gott, das ist so scheuer gerade. Boah, ich finde Tabletten-Schlucken so schrecklich anstrengend. Und 7 Mal. Das ist gar nicht anstrengend. Und dann auch das hier. Es ist so ein komisches Gefühl gerade. Ich spüre richtig, wie Tabletten in meinem Magen so rumschwirren. So. Ey, aber du hast es geschafft. Dein Essen ist natürlich wunderbar. Sag, was du möchtest. Ich muss aber sagen, grünes Pesto ist nicht mein Favorite. Welches? Nusspesto, weißt du? Pesto. Nein, das ist keiner. Doch, Barilla, doch, ich. Nein, das verkauft sie nicht Gnocchi mal. Gnocchi oder Nocho oder so ein Scheiß. Das ist richtig geil. Das Rote oder das Grüne ist das Beste? Nein, nein, das Beige. Oh, ich bin gerade so schnell. Hä, die können gar nicht reinkicken. Boah, das fühlt sich richtig komisch an. Ich habe auch, wir drehen ja auch gerade noch. Wir drehen. Möchtest du auch Gabel essen? Nein, scheiß drauf. Einen guten. Oh, okay, lecker. Ich habe so lange kein Pesto mehr gegessen. Ich habe noch nie meinen Burger mit Gabel gegessen. Hey, ist das ein tolles Video. Erst kriege ich ein Nutella-Brot, jetzt kriege ich Nudeln mit Pesto. Ich hasse es. Toll. Die Kruste ist geil, ne? Aber innen drin, das mag ich mal bei veganen Sachen nicht, weil die Konsistenz nicht so richtig geil ist. Aber sonst? Oh, lecker. Ist wirklich gut. Das Zwiebel ist mega geil. Es gibt so viele Menschen, die keine Zwiebeln mögen. Ich verstehe das nicht. Ich muss aber sagen, da freut mich auch viele wegen Tomaten. Und? Ich find's geil. Ich finde es auch richtig geil. Die Zwiebel hat so ein geiles Fettgeschmack, ne? Mhm. Lecker. Okay, Julia, wir machen den Scheiß hier für dich. Vor allem ist es doch so eine fette Tomate, ey. Das ist halt wirklich richtig. Ich habe sie extra dünn geschnitten, okay? Ja, wie dick war ich. In Amerika habe ich das auch gegessen, bei Out, ne? Da gab es auch den Tomato Burger. Also der war ganz, ganz gut. Nee, das verstehe ich aber auch nicht. Verkauft sie aber. Wow. Tomaten haben so einen komischen Saft, ey. Das ist eigentlich geil. Komischen Saft? Ja, kennst du das nicht, wenn sie den Mund so reinspritzt? Oh,
ich find's hier geil. Also du magst nicht, wenn du was in deinen Mund reinspritzt. Nein, nicht so gerne. Außer ich krieg Geld dafür. Oh nee, ey, ich muss jetzt hardcore. Das ist wirklich hardcore eklig. Willst du es probieren? Aber ich glaube, mit Zwiebel ist geiler. Ja, hundertprozentig. Oh, der Tomate schmeckt eklig. Weil die Tomaten viel zu dominant sind. Du schmeckst nur Tomate. Ja, aber weil du keine Tomate magst. Ja, aber guck mal, wie du bist. Doch. Ich mag ja Tomaten. Aber stimmt, dass es zu dominant ist? Also merkst du Dominanz von der Tomate? Nee. Ja, gut. Aber der Petit-Burger ist geil. Die kann ich empfehlen sogar. Ich will das weiter essen. Hallo, wir tauschen Diäten. Ja, aber. Das musst du hier 7 Tabletten schlucken. Niemals hast du 7 Tabletten geschluckt. Kauf dir nicht ab. Das machst du nicht jeden Tag. Das ist eine Lüge. Ich mach auf jeden Fall. Also musst du noch Waschmittel trinken. Du musst das jetzt essen, wir tauschen. Ach, ich will nicht, Julia, das ist so ekelhaft. Es schmeckt nicht mit Liebe gemacht. Doch, mit Liebe. Hallo! Oh, okay, sorry. Ich bin gerade wie ein kleines Kind, das ich Tomaten essen möchte. Aber die Pesto-Nudeln sind super. Ja, glaube ich. Hast du gut gemacht. Danke dir. Was hast du zum Abendessen geplant? Weiß. Bist du eine dicke Mahlzeit oder bist du so einer, die abends so ein bisschen weniger? Nein, ich esse abends am meisten. Doch, abends ist mein Snack eigentlich. Aber du kannst mir erzählen, als ob du 7 Stück. Doch, 7, ich schwöre. Nein, das glaube ich dir nicht. 7 Stück. Egal, was da steht, das machst du nicht. Doch, natürlich, mich juckt das aber auch nicht. Okay, krass. Ich fand's richtig geil. Ach du Arme. Wie verzweifelt du da sitzt. Ja, war nicht schön, muss ich sagen. Tut mir leid. Das ist okay. Ja, ist dein Tomatenburger. Nein, die will ich nicht. Hallo Leute, wir sind im Auto. Siehst du so klein aus? So richtig dumme Perspektive einfach. Wo gehen wir hin, Julia? Es ist so random. Wir gehen jetzt zu Ikea, weil ich habe mir irgendwie gedacht, ich habe Bock auf Ikea. Ja, ein bisschen was essen. Ich muss sagen, Ikea hat auch so cooles Essen. Man kann auch wirklich zu Ikea gehen nur zum Essen. Oh, ich muss sagen, Köttbullar ist richtig gut. Ich liebe Köttbullar. Ja, das Vegane ist aber auch gut. Ja. Oder warte, wir tauschen ja Diät. Mal gucken, was ich mir dann hole. Ich hoffe, du holst die 1-2 dasselbe wie ich. Das wäre richtig albern. Das aber wir dürfen uns nicht sagen, was wir holen. Ja, wir gehen einzeln. Wir bestellen das, was wir bestellen wollen. Ja, machen wir es. Okay, wir holen keinen Nachtisch. Doch, ich hole Nachtisch. Oh ja, und wir müssen auch was zu trinken holen. Ja, und dann bin ich gespannt, welchen Saft oder welches Getränk du nimmst. Ja, okay. Weil es gibt ein Getränk bei Ikea, Leute. Wirklich? Nein, es ist einfach das geilste Getränk, was es gibt. Und das gibt es nirgendwo anders immer. Ich trinke das immer nur bei Ikea. Ich das schmeckt einfach richtig lecker. Ich liebe das. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bei Ikea noch nie was zu trinken geholt. Ehrlich nicht? Ja. Meinst du Cola oder was? Nein, die Cola bei Ikea. Du wirst es sehen. Du musst es auch erschmecken. Sagen wir es, wie ist so ein Getränk, so abgestandenes Getränk? Oh. Nicht abgestanden. Diesmal ist es juicy. Wir sind da! Ich hab extra reserviert für dich, Julia. Ich hab grad schon gesagt, wir hätten eigentlich Platz reserviert. Es ist halt wirklich richtig so voll einfach. Ich glaube, die Menschen gehen wirklich einfach nur hier hin, um Abend zu essen. Würde ich auch mal eine ganz gute. Aber ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen. Es ist günstig und schmeckt. Das Lustige ist, Ikea ist extra lustigerweise so weit gelegt, weil ich mal frage, wie Ikea mal so weit weggelegt ist, ne? Ja. Damit, wenn du schon diese Fahrt auf dich nimmst, dass du auch längere Zeit hier verbringst. So ein Marketing-Move. Deswegen Ikea ganz in der Innenstadt. Weil, wenn du schon diesen Weg hier auf dich nimmst, wie heute hier, wir sind auch 20 Minuten gefahren. Krass, ja, dann bleibst du länger. Hä? Voll smart. Ich hoffe, von der Lautstärke geht's einfach. Ne? Ja, ansonsten schreien wir halt einfach ein bisschen. Werden wir machen. Wie nah ist die Kamera? Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie so voll, so nah zu filmen. Habe ich früher auch gemacht. Ich finde das. Die Leute sind beschwert, weil die meinen, ich bin so hässlich. Oh. Ja. So Leute, mein erstes Essen bei Ikea. Sieht ich schäme mich aus. Ich zwar auch, aber sie schäme mich aus. Weil es gibt so viel Besseres bei Ikea. Ja? Guck mal, diesen Erdbeerkuchen da sieht schon besser aus. Ja, aber guck mal, wie viel das ist. Das ist eine komplette Mahlzeit. Oh, ich Hunger. Kann ich die veganen Köttula? Warum? Ich erkenne auch die veganen Köttbullar, aber Pommes. Ich mach was anderes. Oh yeah. Geil. Sag ich so ein Schoko, guck dir mal an, wie geil der aussieht. Mit so einer Schokoschicht. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Sieht schon krass aus. Da ist auf jeden Fall noch Preiselbeeren drauf. Ja. Ikea ist einfach der Ort der Preiselbeeren, Leute. Julia hat ja ein Lieblingsgetränk bei Ikea. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ich schätze jetzt einfach mal, weil du ja sehr gerne Kirsche trinkst. Oh, ja. Du meinst ja auch dieses Wasser mit so ein bisschen Geschmack. Magst du? Ich sag Preiselbeere, magst du. Ja, ist schon schwer, es hat 3 Möglichkeiten. Aber Preiselbeere hat diesen leicht lilanen Ton. Lila, sag ich schon. Leicht pinken Ton. Das war ja auch beim anderen Getränk so. Ja, ich kann es später sagen. Komm einfach, wir werden es sehen. Ich hol jetzt auch mein Getränk, was ich hier so gerne trinke. Und ihr werdet es jetzt schon sehen, welches das ist. Oh, ich muss die Tasse gedrückt halten. Du hast auch Preiselbeere genommen. Ja, hab ich. Preiselbeere war richtig. Date Night. Bei Ikea. Ey, ich finde das ganz ehrlich, mal so ein Dating wert. Eigentlich schon süß, ne? Okay, also das haben wir hier süß. Ah, nee, wir tauschen ja. Ich habe Köttbullar genommen, allerdings mit Kartoffelbrei. Und beziehungsweise hast du auch Köttbullar genommen. Ich habe auch Köttbullar genommen, aber mit Pommes, weil Pommes sind 1000-mal geiler als. Doch. Nein. 100%. Ikea ist der Kartoffelbrei viel, viel geiler. Was? Doch. Ja, okay, wir werden sehen. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Okay, so. Ich habe sogar Preiselbeeren drauf gemacht. Hast du gar nicht. Das fand ich cool von dir. Hab ich verkackt, hab vergessen. Na toll. Ich find's lecker. Naja, okay. Getränk tauschen? So. Okay, hier. So. Einfach mehr für dich. Und Nachtisch. So, und Nachtisch. Müssen wir auch tauschen. Komm, das müssen wir zu dir. Ey, nein, Mann. Ich hatte so Bock da drauf. Ich schwör's dir. Ich bin richtig neidisch auf dein Essen, obwohl es fast das gleiche ist. So. Es ist richtig kacke. Es nervt mich gerade richtig. Ach, Quatsch, ich will so viel lieber deins essen als meins. Ja, sorry.
Und? Wie sind die Pommes? Der Kartoffelbrei ist so viel besser. Ich finde die Pommes sind so... Die sind so wabbelig, das ist voll geil. Ich mag sie härter. Oh, wie weich und lecker der Kartoffelbrei ist. Da geht's doch richtig rein. Ja, schmeckt schon. Ja. Aber Pommes sind halt geiler. Ja, weiß ich. Vor allen Dingen, man weiß halt so, dass es so Pulverkartoffelbrei ist, weißt du? Ja, natürlich, aber scheiß drauf. Schmeckt trotzdem. Zack. Ja, ja, hast recht. Schon gut. Ne? Ja, schon Spaß. Früher war das immer mit Kohlensäure, das ist es nicht mehr. Ich finde das ja vegan. Ja, das ist vegan. Ich finde schon lecker. Schmeckt auch nochmal, oder? Safe. Und es ist sogar günstiger. Ey, mittlerweile finde ich Erbsen so geil. Früher fand ich die richtig eklig, weil die immer so unterm Gaumen so komisch gehangen haben. Ich muss auch sagen, schmeckt voll gut. Ich liebe Ikea. Isst du eigentlich gerne mit Händen? Solche Sachen? Ja. Nee. Solche Sachen isst du mit Händen? Ja, vielleicht privat. Aber Kartoffelbrei würdest du mit Händen? Nein, nein. Aber so ein Köttbullar-Ding würde ich jetzt einfach mit der Hand zu nehmen. Ja, die Pommes ja auch nach. Ach, du willst eine? Ja. Ja, kannst du nehmen. Naja, danke. Willst du Kartoffelbrei? Ja, ich kann ein bisschen nehmen. So geil. So geil. Nee. Doch, voll geil. Warte, mischst du das zusammen oder ist das einzeln? Einzeln. Ja, die ist geil. Oh, die ist sehr geil. Ja? Ja, schon geil. Siehst du? Ja, voll erfrischend, oder? Ja, ja, safe. Hat so richtig geilen Touch. Boah, der ist intens. Ja, glaube ich. Der ist richtig intens. Ist der gut aber? Ja, der ist lecker. Aber so ein ganzes Stück, never ever würde ich das echt schaffen können. Wir haben noch nie so viel Schokolade in einem Laden ja, gegessen. Stimmt. Ich habe noch bessere Sachen auf Lager. Okay, war schön. Ja, finde ich war gut. Leute, ich bin voll gespannt. Oh! Ey, war ein geiler Tag, aber ich bin so voll gefressen. Ja, kann ich mehr? Ey, das Krank ist auch, wir haben parallel gedreht. Ja. Und wir essen. Wie fandest du mein Essen? Doch, war geil. Obwohl, das Frühstück, doch, das Frühstück war geil. Mittag war... Aber gut. Wir haben bei Evan ja auch ein Video gedreht. Leute, schaut euch das auf jeden Fall auch unbedingt noch an. Er hat einfach das Doppelte gegessen von mir. Es war einfach ein kranker Tag, aber es hat Bock gemacht, es war cool. Ja, ich hoffe, ich bin aber auch richtig fertig. Aber geil. Weil, danke, dass ihr hier sein durftest. Das ist lieb von dir. Dankeschön. Danke, dass ihr da waren. Leute, gucken Sie sich das Video vom Herrn Evanio gerne auch noch an. Das ist unten in der Infobox verlinkt und jetzt irgendwo hier in diesem wundervollen Bereich dieses... kann nicht mehr. Tschüss, hab euch lieb.